Tja, sieht schlecht aus. Die Medaillenhoffnungen von Kalinikos Kreanga im Doppel. Ist er mit seinem Partner auch schon ausgeschieden. Jetzt liegen. Schwer, jetzt noch diesen Traum erfüllen zu können. Aber noch ist das Spiel nicht vorbei und man hat schon alles gesehen im Tischtennis. Warten wir die Entwicklung ab. 7-6 für Persson. Hoffnung. Ja, ein bisschen Pech kommt natürlich auch dazu. Nach diesem Netzroller hatte Persson natürlich eine optimale Ausgangsposition, den Punkt zu machen, und das gelang ihm auch. 9-7, 2 Punkte fehlen dem Schweden noch zum Spielgewinn. Da ist der erste, 10-7. Tja, eine eindeutige Angelegenheit für Jürgen Persson bei seinen 5. Olympischen Spielen. Diese Chance wird er sich vermutlich nicht entgehen lassen. Der erste Matchball vergeben, aber es bleiben 2 weitere. Und da ist es soweit. Mit einem spektakulären Punkt gewinnt Jürgen Persson dieses Spiel 4-0 gegen Kalinikos Kreanga. In dieser Deutlichkeit sicherlich eine kleine Überraschung.